Gesundheit ist wichtig, doch leider nicht für alle gleich erreichbar. Prävention und Gesundheitsförderung gewinnen daher immer mehr an Wert, um Personengruppen zu erreichen, die sozial benachteiligt sind und kaum Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten haben. Vor allem Menschen in Erwerbslosigkeit sind davon betroffen. Um diese Personen zu stärken, ihre Lebensqualität zu verbessern und gleichzeitig den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, wurde das Projekt Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt ins Leben gerufen. Es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, dass Langzeitarbeitslose deutlich mehr gesundheitliche Auffälligkeiten haben. Und deshalb ist die Frage, wie kümmert man sich um die? Die meisten unserer Kundinnen und Kunden haben psychische und physische Probleme. Und das geht darum, diese Probleme zu minimieren, sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Und dann geht es auch einher, das Selbstwertgefühl zu stärken. Das Thema Gesundheit kann nicht losgelöst von allen anderen Themen betrachtet werden. Es spielt immer wieder eine Rolle. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die sozialen Kontakte. Wir haben sehr viele Kunden, die alleinstehend sind, alleine leben, kaum soziale Kontakte haben und sehr vereinsamen. Das ist das zentrale Anliegen dieses Projektes, eben sich um eine Bevölkerungsgruppe zu kümmern, die sonst nicht so leicht erreicht wird. Deshalb wurde die kooperative Zusammenarbeit zwischen Arbeitsförderung und GKV initiiert und 2015 mit dem Präventionsgesetz formuliert. 2016 als Modell gestartet, ist das Projekt ein Zusammenschluss des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherungen, der Bundesagentur für Arbeit, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städtetages und wird unterstützt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Inzwischen sind bundesweit rund 230 Standorte mit dabei. Krankenkassen, Jobcenter und weitere kommunale Kooperationspartner arbeiten zusammen daran, die gesundheitliche Lage von arbeitslosen Menschen zu verbessern. In Niedersachsen und Bremen startete das Projekt 2017 und wurde über die letzten Jahre stetig erweitert. Aktuell sind 37 Standorte daran beteiligt. Wichtig ist bei dem Prozess eine Ansprechperson, die den gesamten Prozess überblicken kann, also auch federführend für die weitere Mitarbeit motiviert, die die Arbeitsergebnisse zusammenträgt und auch die weiteren Schritte gemeinsam mit der Steuerungsgruppe auch organisiert und abstimmt. Die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. koordiniert das Projekt in zwei Bundesländern, also Niedersachsen und Bremen, und versucht da mit den jeweiligen Jobcentern zusammenzuarbeiten und pro Jobcenter auch eben Strukturen aufzubauen. Unsere Kunden zu bewegen, mitzumachen, ihre Gesundheit als ein Thema zu befassen und sich damit selbst zu befassen und auseinanderzusetzen und aktiv was zu tun. Gesundheit nicht als Problemlage zu sehen, sondern, so wie es die Gesundheitsförderung und Prävention auch vorsieht, ressourcenorientierter zu betrachten und keine Defizite anzuschauen, sondern förderliche Maßnahmen in Gang zu setzen. Und deswegen ist es auch wichtig, in diesem Projekt viele Akteure vor Ort mit dabei zu haben, die verschiedene Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention mit einbringen. Die Kommune kann insofern unterstützen, als dass sie die Rahmenbedingungen für das gemeinschaftliche Miteinander schafft und zu einer gemeinsamen Mitarbeit motiviert. In der Steuerungsgruppe, in dem Verzahnungsprojekt in Aurich beispielsweise, sind Akteure aus dem Bereich des Jobcenters, aus dem Bereich der Kreisvolkshochschulen, der Jugendberufsagentur, des Gesundheitsamtes oder auch der Krankenkassen mit zuständig. Ich habe 2019 eine Schulung zu motivierenden Gesundheitsgesprächen gemacht, um mich in diesen Aufgabenbereich einzuarbeiten, weil er ja doch so ein bisschen abseits der Arbeitsvermittlung ist und gerade die motivierenden Gesprächsinhalte ja sehr wichtig sind. Wir haben hier die Vorteile auf allen Seiten der beteiligten Partner. Das heißt, wir haben eine Steigerung der Gesundheit bei den arbeitslosen Menschen. Wir haben eine höhere Vermittlungsfähigkeit bei den Arbeitsagenturen und bei den Jobcentern. Und wir haben natürlich letztendlich bei den Krankenkassen mögliche Kostenersparnis bei den Ausgaben für den betroffenen Personenkreis. Die andere Herausforderung ist, dass nicht nur die gesetzliche Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung zusammenarbeiten, sondern auch die Hilfesysteme vor Ort besser zusammenarbeiten. Also Suchtberatungsstellen, Gesundheitsämter, aber auch Jugendämter, Familienzentren damit einbezogen werden. Das ist vor Ort konkret eine Frage von Netzwerken, die sich um diese Bevölkerungsgruppe kümmert, und die aufzubauen und effektiv zu machen, ist auf jeden Fall ein sehr zentraler Schlüssel, um den Erfolg des Projektes und die Weiterentwicklung zu sichern. Mit der Initiierung von Steuerungsgruppen wurde 2017 an den Standorten damit begonnen, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, wie auf die Projektziele hingearbeitet werden kann.
Es gilt, für das Thema Gesundheit und Erwerbslosigkeit zu sensibilisieren, Lebensqualität und Chancengleichheit zu fördern und niedrigschwellige Zugänge zu primärpräventiven, bedarfsgerechten Angeboten zu schaffen. Um bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebote an den Standorten umzusetzen, wird die Dialoggruppe in die Entwicklung partizipativ mit einbezogen. Dieser Einbezug gibt dem Projekt einen kräftigen Antrieb und die ersten erfolgreichen Angebote werden entwickelt. Das Alleinstellungsmerkmal von dem Projekt ist, dass es wirklich mit den Menschen vor Ort arbeitet, dass man guckt, was sind gesundheitliche Bedarfe und wie kann in dem Bereich eben dann auch das maßgeschneidert vor Ort angeboten werden, was die Menschen brauchen. Wir haben die Möglichkeiten, in den Regionen Maßnahmen, Aktivitäten auszuprobieren und bei Erfolg, also wenn sie gut angenommen werden, wenn sie implementiert werden, diese erfolgreichen Aktivitäten auch wieder auf Bundesebene zurückzugeben. Weitere Besonderheiten in dem Projekt sind, dass wir die unterschiedlichsten Perspektiven der einzelnen Akteure mit einbeziehen. Und hier im partizipativen Prozess haben wir die Möglichkeit, auch etwas zu bewegen und wirklich mit den Menschen gemeinsam etwas zu erarbeiten. Durch das Verzahnungsprojekt konnten beispielsweise Kooperationsvereinbarungen getroffen werden, das unserer Dialoggruppe ermöglicht, an kostenfreien Gesundheitskursen teilzunehmen. Das sind beispielsweise auch Bewegungskurse, aber auch Entspannungstechniken zur Stressreduktion, wie beispielsweise Yoga, Qigong. Wir hatten mal ein gesundes Frühstück hier im Hause, in dem wir unsere Kunden und Kundinnen eingeladen haben und anschließend für unsere Projekte begeistert haben. Das ist sehr positiv angekommen bei den Kunden. Wir hatten 2019 hier im Haus den Gesundheitstag, über 150 Besucher, Vortragsreihen zu dem Thema Ernährung. Wir hatten Informationsstände von Krankenkassen und Vereinen mit einem Gesundheitscheck und würden uns freuen, wenn wir nochmal eine Wiederholung hier im Hause hinkriegen würden. Besonders gelungen finde ich tatsächlich unseren Gesundheitscoach. Und wir sind auch alle sehr begeistert darüber, dass wir ihn haben und einsetzen können. Basierend auf den 4 Präventionsbereichen Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung und Umgang mit Sucht wurden vielfältige und kreative Angebote an den einzelnen Standorten entwickelt und umgesetzt. Ernährungskurse mit interkulturellem Austausch, Bewegung zur Musik, Rauchentwöhnungskurse und auch die Einrichtung des ersten Gesundheitslotsen. Bis März 2020 steigen neue Standorte in das Projekt mit ein und das Projekt entwickelt sich weiter. Der Austausch untereinander erreicht einen neuen Stellenwert. Es werden Vorträge gehalten und Gesundheitstage organisiert. Netzwerktreffen und Fachtagungen ermöglichen das Kennenlernen von Vertretern anderer Standorte und den Austausch von Ideen. Wie vieles andere wurde aber auch das Projekt durch den Ausbruch von Corona beeinträchtigt und neue Ideen zur Umsetzung mussten entwickelt werden. Als eine Hürde, und man mag es schon fast nicht mehr nennen, ist natürlich die pandemische Situation als besonders herausfordernd gewesen. Es ist wichtig, eine persönliche Ansprache zu finden. Im persönlichen Austausch und im persönlichen Kontakt wird man die besten Möglichkeiten finden, Hürden abzubauen. Wir haben natürlich versucht, den Kontakt so gut es geht zu den Kundinnen und Kunden aufrechtzuerhalten. Das passierte in der Regel durch telefonische Beratung. Darüber hinaus gab es noch Online-Beratung und Videocall. Wir sprechen in der Gesundheitsförderung ja häufig über Kommen- oder Gehstrukturen. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehen muss, um ein Angebot anzunehmen, ist es manchmal schwieriger, eine Hürde zu überwinden, als wenn es mir vor Ort angeboten wird. So kamen vor allem standortübergreifende Angebote zum Tragen. Kurzweil Gesundheit, die Telefonfortbildung für Mitarbeitende der Arbeitsförderung, Online-Kurse mit primärpräventiven Angeboten für die Dialoggruppe, eine eigene Projekt-Homepage, um weiter gefächert über das Projekt in den einzelnen Regionen zu informieren, aber auch unser Newsletter für KooperationspartnerInnen und die Einrichtung von regelmäßigen digitalen Netzwerktreffen. Dort konnten immerhin digitale Lösungen als eine Alternative gefunden werden, beispielsweise auch in einer digitalen Informationsveranstaltung für Betroffene zum Thema Verhaltensänderung oder gesunde Ernährungsweise, die dort vor allem auch kostenfrei und vor allem anonym belegt werden konnte. Der heutige Aktionstag im Kletterwald sollte beispielsweise auch dazu dienen, wieder mehr Freude und Spaß an der Bewegung, aber auch des Selbstvertrauens und eben auch des gemeinschaftlichen Miteinanders zu fördern. Die Arbeits- und Gesundheitsförderung entwickelt sich weiter und das Projekt steht daher vor der Herausforderung, sich an diesen Weiterentwicklungsprozess anzupassen. Was muss für die Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung noch getan werden, um Schritt zu halten? Das Projekt wird im nächsten Jahr in ein Programm überführt. Das heißt also, wir haben hier doch eine Verstetigung und hier wünschen wir uns schon klarere Zuständigkeiten, vielleicht auch stärkere finanzielle Beteiligungen, um hier im Sinne der Gesundheitsförderung für den Menschen, den Kunden, den Versicherten, der immer der gleiche ist,
natürlich das Bestmögliche zu erreichen. Wie beispielsweise die Anspruchnahmebarrieren von Gesundheitsdienstleistungen leichter werden, also wie tatsächlich Langzeitarbeitslose auch vorhandene Defizite bei anderen Gesundheitsangeboten vielleicht eben überbrücken können. Wenn ich an die Zukunft denke, möchte ich gerne erreicht haben, dass das Thema Gesundheit bei unseren Kunden und Kundinnen sehr viel deutlicher in den Vordergrund gerät, dass man sich selbst viel mehr um sich selbst kümmern muss, um auch den Weg in die Gesellschaft und in Arbeit und in ein selbstbestimmtes und selbstfinanziertes Leben besser erreichen zu können. Und das wäre das schönste Ziel, was wir erreichen können.